Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von All in One. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und werden heute ein bisschen weitermachen. Ich habe mir überlegt, ob wir heute langsam aber sicher Richtung den Inseln wandern sollen. Wir haben ja jetzt sehr viele mit Ausfahrten gebaut, wir haben uns sehr viel um den Verkehr gekümmert. Wir haben auch wirklich viel ausgebaut hier in der Stadt. Und ich glaube, es ist mal Zeit, so ein bisschen Urlaubsfeeling hier in diese Stadt mit reinzubringen. Und dafür bietet sich die Insel wirklich sehr, sehr gut an. Vor allem möchte ich unbedingt diesen Hafen, Fährhafen-Hub mal bauen und möchte mal schauen, wie das Ganze so aussieht, wie das Ganze funktioniert. Und möchte dann eben auch die Fähre damit verbinden natürlich und möchte auch zum anderen schauen, wie halt der Tourismus angekurbelt wird durch eben den Hafen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, das heißt, wir müssen zwei Kacheln bauen, bauen wäre ein bisschen schwierig und müssen dann natürlich gucken, dass wir dort vielleicht auch ein Freeway drüber bauen, das ist ja das, was ich meinte, da ist ja auch in der Nähe dieser große Busbahnhof für die Überlandbusse. Da möchte ich ja auch nochmal einen Anschluss eben an den Freeway machen. Und ja, das möchte ich auch schon mal so ein bisschen mit einplanen und eben dort drüben dann ein bisschen für Urlaub sorgen. Muss ja ein bisschen erhöhte Brücke dann auch sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze dann eben so einigermaßen gut hinbekommen, damit eben das nicht so komisch aussieht, sondern dass halt auch die Brücke an sich, dass es halt einfach so ein bisschen stimmig alles ist. Ja, liebe Leute, wir legen auf jeden Fall los und wir wandern direkt mal hier rüber. Und diese Insel, um die handelt es sich. Ich glaube, wir werden sie nicht komplett freischalten können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, seht ihr, das geht nicht ganz. Wir bräuchten aber zwei Kacheln auf jeden Fall. Wir können ja den Freeway schon mal soweit planen. Wir können auch gucken. Wir kriegen den ja hier oben eh noch nicht angeschlossen. Sonst haben wir nichts. Na, hier oben ist der Freeway durch und hier unten ist eh gar kein Freeway. Da geht er hier unten durch. Den bauen wir ja selber gerade. Ja, das heißt, wir kaufen uns diese Kachel. Und ich denke mal, diese Kachel brauchen wir, weil hier, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die Verbindung der Schiffe ist. Das heißt, der Hafen muss auf die Seite hier unten. Ich hätte ihn gern da oben hingebaut. Aber die Schiffe fahren alle eben hier unten durch. Das hat bestimmt einen Grund, ja. Und hier soll das Ganze dann eben vonstatten gehen. Gucken wir mal auf jeden Fall, dass wir auch, wie gesagt, den Freeway ein bisschen mit einplanen. Dass wir gucken, dass wir da vielleicht schon mal ein bisschen anschließen. Ich glaube nicht, dass wir ihn hier oben schon angeschlossen bekommen. Aber hier unten könnte man vielleicht, müssen wir auch wieder Kacheln kaufen. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Liebe Leute, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch ein Abo für diesen Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet hier rund um City Skylines und meine Projekte, rechts oben im Eck ist da wieder was eingeblendet für euch. So, wir haben den Hafenbus Monorail Hub. Ganz interessant, ja. Wir haben den Hafenbus Hub an sich. Der wäre tatsächlich halt auch da drüben gar nicht so schlecht gewesen. Wir haben aber hier auch Hafen-Fair-Hub. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe mich irgendwie getäuscht. Und wir gucken mal, wie das Ganze hier aussieht. Hier geht die Linie durch. Ja. So, und hier würde ich das gerne dann alles hinbasteln. Es ist jetzt natürlich nicht ganz so günstig, aber ich denke mal, den Tourismus wollen wir eh ankurbeln. Da passt das. Machen den mal hier hin. So. Okay, das Problem, was ich jetzt schon sehe, ist, dass die Fähre rechts ist und nicht links. Ärgerlich. Das ist schon das erste Problem, was ich hier direkt raussehe. Ja, dass die Fähre hier rüber muss. Okay, okay, alles klar. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier ein bisschen mit reinbringen. Ich würde gerne den auf jeden Fall erstmal ausmachen. Ja, ich will ihn halt, wir müssen ja mit irgendwas anfangen und ich dachte mir, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, damit etwas zu beginnen. Jetzt würde ich gerne hier den Snap machen wir raus. Den brauche ich nicht. Würde ich gerne hier natürlich versorgen, dass wir natürlich hier drumherum dann auch das alles ein bisschen schön ausschmücken. Das schließen wir direkt hier an. Und wenn ich jetzt die Höhe von diesem Hafen nehme, passt das sogar. Guck mal. Oh, das sieht sogar... Oh, das passt sogar richtig gut eigentlich. Gehen wir hier noch ein Stück vor. Oh je. Hier kriege ich ihn natürlich jetzt nicht mehr markiert. Den machen wir auch auf die Objekthöhe. Dann passt das auch. Guck mal, dann haben wir soweit den Beginn des Ganzen mal gemacht. Und
Wie gesagt, hier soll ja der Freeway hinkommen, aber ich glaube, das wird halt erstmal nur so eine Verbindung hier rüber werden. Wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich gar nicht danach geschaut. Genau hier drüben haben wir nichts, was irgendwo im Weg ist. Das heißt, hier könnte man diese Brücke etwas kleiner gestalten. Guck mal, wie klein hier dieser Hub ist. Okay, die Insel ist schon echt nicht ganz so klein, wie ich gedacht habe. Wir machen jetzt auch nicht so viel Geld mit unserer Stadt, aber wie gesagt, ich kümmere mich auch momentan da eigentlich eher weniger drum. Mir ist es momentan eher wichtig, einfach an allen Ecken irgendwie auszubauen, anstatt zu gucken, wie wir hier möglichst schnell wieder an Geld kommen, weil wir haben immer noch die 2 Millionen, wir halten uns da halt auch, ne? Wir halten uns da. Jetzt haben wir hier natürlich so ein bisschen Urlaubsfeeling. Die Sache ist, ich würde eigentlich den hier gerne wegmachen. So, da freut er sich jetzt natürlich nicht, weil bei diesem Hafen hätte ich halt gerne, wenn dann, doch ein bisschen größere Straßen gesehen. Jetzt keine unbedingt sechsspurige, aber gerne hier die hier. Das snappt jetzt hier. Das ist ja toll, dass er das macht. Das möchte ich aber nicht. Das müsste auch so gehen. Ja, das nimmt er wieder. Oh, das nimmt er wieder an. Das finde ich irgendwo ein bisschen passender für diesen Hafen, dass wir so eine große Straße haben. Genau, und da würde ich dann sogar auch mit Übergängen direkt arbeiten. Dann machen wir das direkt mal. Wir haben ja hier eine Nord. Wir nehmen mal einfach die Nodes dafür, für die Überwege. So. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Dann würde ich nämlich da drüben so ein bisschen die öffentlichen Verkehrsmittel mit reinbringen. Ich überlege gerade, wir haben ja die Fähre. Die Fähre wird hier drüben angeschlossen. Den Zeppelin möchte ich aber hier drüben irgendwo anschließen. Und das wird auch, glaube ich, hier drüben den Platz irgendwie beanspruchen. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Ich weiß es nicht. Also, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Und wir bauen erstmal so ein bisschen die Straßen auf, würde ich sagen. Weil hier so ein bisschen ein Straßensystem mit reinbekommen. Hier ist es halt ein bisschen das Problem, dass es knapp ist. Ich würde gerne... Wollen wir hier so mit so einer großen Straße durchgehen? Irgendwas müssen wir ja hier machen, weil sonst ist ja hier nicht wirklich was drumrum, ne? Irgendwas müssen wir hier machen. Hier als Brücke rüber zu gehen, wäre halt auch eine Idee gewesen. Machen wir das mal anders. Und zwar gehen wir hier hin. Jawohl, nice. Macht er jetzt offiziell nicht unbedingt. Und dann haben wir hier natürlich wieder die Möglichkeit, eher gerade zu werden. Machen wir das mal im Snap. So, so in die Richtung. Kann man das so machen? Ich würde gerne, wenn dann, von hier in der Mitte aus das hier anebnen. Genau, weil, wie gesagt, hier brauchen wir ja keine wirkliche Höhe, sondern hier will ich diesen Bogen einfach haben. Das ist okay. Ich glaube, hier wäre das ein bisschen zu breit gewesen an der Stelle. Dann wären wir hier drüben. Mhm. Okay. Hier geht es dann weiter nach vorne. Und hier geht dann auch irgendwo der Freeway durch. Ich weiß noch nicht wie, ob ich den hier drüben, hier, weil hier dieser Engpass irgendwo ist, hier vielleicht drüber gehe. Und dann hier irgendwie durchwandere, hier rüber und dann hier nochmal rüber gehe. Hier müssen wir höher werden. Das würde sich eigentlich ganz gut anbieten. Jetzt hätte ich gerne noch eine weitere Kachel, um einfach den Freeway richtig bauen zu können. Okay, wir kaufen gerade viele Kacheln, aber da ist viel Wasserfläche mit dabei. Die würde ich auch noch mitkaufen, damit wir hier eben schon mal durchgehen können. Genau. Okay. Also, weil das muss natürlich jetzt schon mal stehen. Und das wird unsere Zwischenverbindung hier mit den Freeways werden. So, machen wir dreispurig natürlich wieder. Freeway bauen wir meist nie gerade. Dann gehen wir hier eben durch. Überlege gerade, wir sind hier vorne, ich würde hier dann irgendwo, würde hier so in der Schräge durchgehen. Das muss sagen, okay, wir wandern hier mal so zwischen den Fleckchen hier durch. Warte mal, das ist die Seite, wo ich hier baue, so. So.
So, und hier müssen wir ja eigentlich nicht so hoch werden, aber trotzdem fangen wir natürlich ein bisschen früher an, hier auch als Brücke dann rüber zu gehen. Das habe ich ja jetzt überall so gemacht. Hier erstmal zum Beispiel auf die... mal auf die 5. Die 9. Hier auf der 15. Und auf der Höhe gehen wir jetzt halt hier rüber. Genau, und jetzt würde ich hier gerne... so. Jetzt sind wir halt hier wieder unten. Und das ist jetzt eben der Punkt, den wir halt brauchen. Wir müssen halt hier in diesem Bereich irgendwo die Auf- und Abfahrt bauen. Auf 1. Wollte ich eigentlich nicht. Naja. Gut. Dann haben wir hier jetzt so das kleinere Problem, dass wir hier nämlich wieder hochgehen müssen direkt. Na, hier zum Beispiel wieder auf die 2 gehen wir mal hier hoch. Also erstmal eine Seite. Dann gehen wir hier auf die 5. Wandern hier dann drüber. Gehen wir hier mal auf die 8. Nämlich eine Idee. Hier gehen wir auf die 16. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie hoch sind wir denn hier? 32, das dachte ich mir. Wird die normale Brücke hier werden. Bisschen höher müssen wir noch. Verdammt. So. Das ist halt immer so das Problem, was ich halt versuche einigermaßen gut hier hinzubekommen. Dass wir hier diese Höhe natürlich ein bisschen einhalten. Müssen wir mal gucken, wie wir hier die Verbindung rüber machen. Gehen wir hier. Gehe ich hier rüber. Und jetzt. Auf der Seite sind wir dann wieder unten. Guck mal, da geht das so langsam rüber. Gut, das sieht jetzt erstmal hier komisch aus, keine Frage. Aber das mache ich jetzt gleich noch. Okay, also. Dann passen wir das an. Ich habe das nur mal so ungefähr mit reingenommen. Machen wir das hier mal soweit. Und ich würde sagen, von hier bis hier machen wir das auch nochmal. Dann wird es von hier aus, gehen wir erstmal... oh, hallo? Auf die Höhe. Und von hier gehen wir dann eben hier runter. So. Ich denke mal, das sieht doch einigermaßen in Ordnung aus. Das ist das, was ich meinte. Wir müssen schauen, dass wir hier von der Brücke her, dass wir jetzt so, ja, hoch genug sind. Wir könnten sogar, glaube ich, noch ein Stück tiefer gehen. Ich hätte nochmal diesen großen Kreuzer gebraucht, ne? Genau, und jetzt können wir das Gegenstück natürlich nochmal machen. Ja, die krachen jetzt gegen den Pfosten. Den muss ich jetzt ein bisschen verschieben, leider. Geht jetzt nichts drum. So. Und jetzt müssen wir eben das Gegenstück hier machen. Das machen wir natürlich mit dem Tool. Das ist natürlich... steht außer Frage. Gut. Die Anschlüsse sind da. Ja. Dann haben wir den Freeway hier komplett rüber schon mal. Nur ist er halt nicht angeschlossen. Also wir haben jetzt hier natürlich keinerlei Anschluss, den wir hier irgendwo mit reinbringen können. Wenn hier drüben den Anschluss machen und wir müssen hier drüben, also wir müssen zwei Auf- und Abfahrten schon mal bauen, damit wir die haben. Ja, anders geht's nicht. Jetzt haben wir hier die Gleise, das wird jetzt natürlich so ein Punkt. Jetzt treffen sich ja hier die Straße und die Gleise. Das ist jetzt natürlich eins der Probleme, die ich sehe. Zug würde ich hier drüben nicht hinbauen, aber ich würde die Gleise hier gerade weiterlaufen lassen.
Kommen wieder die ganzen Planungen hier. Würde ich die auf jeden Fall weiterlaufen lassen hier. Machen wir einfach mal gerade hier durch. Ganz schön unterschiedlich hier. Genau, dann sind wir hier vorne. Ist das vom Gelände echt so unterschiedlich? Hallo? Oh ja. Wahnsinn. Ich jetzt nicht gedacht. Okay. Und hier müssen wir jetzt halt gucken, dass wir da irgendwie drüber gehen, damit wir halt hier die Verbindungsstraße haben. Weil wir brauchen, wie gesagt, zur Stadt schon mal irgendwo einen Anschluss. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Hier drüben sind wir ja auch mit dieser Straße unterwegs. Dann bauen wir die erstmal ein Stückchen weiter, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier vorne. Die können wir noch ein bisschen weiter bauen. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist halt, wie kommen wir hier rüber? Dass es einigermaßen gut aussieht. Ich würde sagen, dass wir hier als Unterführung durchgehen. Dann machen wir das als Hauptverbindungsstraße erstmal. Ich würde das gerne so weitermachen. Genau, weil das dachte ich mir schon fast. Jetzt haben wir hier nur keine Node in der Mitte. Das ist ungünstig. Wir ein bisschen verschieben hier alles. So. Das nehmen wir wieder raus. Gehen wir hier nochmal ein Stückchen runter. Das leichte Unterführung einfach. Das ist es eben. Jetzt haben wir hier diese Unterschiede. Na gut. Dadurch, dass es hier länger ist, passt das eigentlich. Haben wir hier die Möglichkeit, eben daraus eine Brücke zu machen. Ja. Das müsste ja locker flockig reichen. Guck mal, da können wir sogar noch ein Stückchen hochgehen. Alles im grünen Bereich. So, das wäre dann unsere aktuelle Verbindung. Ich würde hier auf jeden Fall direkt auch schon mal die Verbindung hier nach vorne bauen, dann haben wir da den Anschluss auch. Und hier haben wir dann eben die Möglichkeit, die Zufahrt zu bauen, die dann eben auch hier rüber geht. Das heißt, im Endeffekt sind wir ja doch wieder dabei und bauen zwei Zufahrten, das geht gar nicht anders. Da kommen wir nicht drum rum, weil sonst verbinden wir das nicht. Sonst hätten wir eine normale Brücke rüber gebraucht. Ich finde aber eine normale Brücke, also hier wäre ja zum Beispiel dieser Anschluss, da könnte man mit der Brücke rüber. Das wäre aber auch eine gute Verbindung hier. Oh, wird das cool aussehen, oder? Was meint ihr? Sollen wir das machen? Hey, was mache ich denn hier? Mach das mal. Oh, das probiere ich jetzt. Das will ich jetzt sehen, wie das aussieht. So, ich würde gerne hier mit so einer Brücke hier rüber gehen. Okay, das wäre halt diese gigantische Brücke. Wie gesagt, wir können hier tiefer unterwegs sein. Das ist gar kein Problem, weil hier eben nichts durchgeht. Uiuiui. Okay, das ist aber cool. Nö, das gefällt mir. Das ist okay. Na, jetzt würde ich gerne hier das Ganze nochmal ein bisschen aufhübschen natürlich. Das war falsch. Das ist richtig. Machen wir dann hier mit. Gehen dann hier so drunter durch, würde ich sagen. Dann haben wir hier den Abschluss. Ja, kriege ich das hier irgendwie? Also diese Stelle ist nicht schön. Kriege ich aber nicht weg, oder? Ach so, kriege ich das weg. So. Können wir das machen? Boah, die Helikopter. Wie sieht es eigentlich mit den Helikoptern aus? Wenn wir schon dabei sind, können wir nochmal kurz durchgucken. Also, wir haben hier zwei neue Buslinien. Das sind ja unsere zwei neuen. Nicht so prickelnd. Helikopter sind allgemein auch nicht so prickelnd. Wir haben ihn komplett zerstört hier. Das ist das, was ich meinte. Wir zerstören wahrscheinlich diese Route, könnte ich mir vorstellen. Die ist halt komplett voll die ganze Zeit. Aha. Weil es eben diese Flussverbindung ist. Das ist die Flussverbindung.
mich daran gewöhnen, dass das mit den Flugzeugen hier ist. Und hier ist halt gar nichts los. Das heißt, hier könnte man nochmal irgendwo eine weitere Haltestelle machen. Schade. Ja gut, das könnte sich aber ändern, wenn wir dann die Fußgängerzone nochmal ein bisschen ausbauen. Aber die Trennung war dann jetzt nicht so vorteilhaft. Also sie machen hier diese Verbindung nicht richtig. Schade. Naja, gut, so ist es halt. Wollte nochmal nachschauen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Verbindung rüber. Im Endeffekt könnten wir uns jetzt das Ganze ein bisschen aufsparen und könnten jetzt erstmal hingehen und könnten hier drüben anfangen zu bauen. Das würde ich machen, damit wir jetzt nicht schon wieder eine Zufahrt bauen. Wie gesagt, hier haben wir es vorbereitet, hier haben wir es vorbereitet und die bauen wir dann mal so nebenbei. Also, ich würde gerne mit den Zeppelinen arbeiten. Die brauchen wir jetzt zuallererst, damit wir wissen, wie groß das wird. Dann haben wir hier wirklich fast alles gebaut. So einen Flughafen würde ich auch gerne tatsächlich hier bauen. So, Zeppelin-Depot brauchen wir hier nicht, sondern ich würde halt einfach mal die Zeppelin-Haltestelle hier hin machen. Die hier drüben ihren Platz finden soll. So. Und dann hier eben anschließen soll. Die Zeppeline können auch über diese Routen der Helikopter fliegen, oder wie? Sehe ich das richtig? Okay, wir machen hier so einen kompletten Knotenpunkt für alles hin. Ihr merkt das schon. So. Irgendwie. Ne, warte mal. Zeppelin-Routen sind anders. Ja, Zeppelin-Routen sind anders. Okay. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. So, dann kriegen die hier den Flug hier rüber und schließen sich hier an. Gut. Das heißt, diese Verbindung besteht. Achso, war das Depot? Brauche ich noch? Das Zeppelin-Depot. Hm. Wo machen wir das denn hin? Wir haben hier auf jeden Fall Probleme. Okay, unser Zug macht wieder Probleme. Was ist jetzt hier das Problem? Also bei aller Liebe, was ist das denn hier für eine Konsole? Was bist du? Bist du der Sonntagsfahrer unter den Zügen? Was ist denn seine Mission? Also ich wundere mich, dass ich Stau habe und dann sehe ich das hier. Ich denke schon, krass, habe ich schon wieder irgendwie einen Konstruktionsfehler oder hin und her? Nein. Ich habe einfach irgendwo ein Zug, der einfach nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit, guck mal, was der hier mittlerweile verursacht hat. Ja, das ist ja frech, also wirklich. Digga, sag mal, was haben wir jetzt schon wieder falsch? Okay, zurück zu der nächsten Frage. Die ist viel wichtiger. Wo bauen wir das Depot hin? Hm. Ich würde das tatsächlich, glaube ich, hier oben irgendwo hinbauen. Kann man das so irgendwie mit reinbringen? Warte mal. Hier sind ja auch nochmal so freie Stellen. Das bietet sich immer dafür an, so diese freien Stellen, wo man nur so Bäume stehen haben, dafür etwas zu verwenden. Würde ich das gerne vielleicht so machen, dass wir hier nochmal so eine Stelle hinbauen. Und das ist ja dann neben diesem Kreisverkehr, was auch nicht so schlecht ist. Dann würde ich das Depot hier hinstellen. Bumm. So. Und dann würde ich natürlich hier die Zeppelin-Route, die geht dann hier durch und verbindet dann hier nach vorne. Falsch. Richtig. Die treffen sich aber auch auf jeden Fall hier. Ich hoffe, dass sie da oben auch eine Ampelschaltung haben. Und dann würde ich gerne hier für die Zeppelin, ich möchte mal gucken, wie die aussehen. Zeppeline, da habe ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen. Weiß noch nicht. Das ist aber, ich möchte euch hier rüberbringen. Das ist mir wichtig. Und das Ziel daran ist jetzt, dass ich hier so diesen Hafen darüber angeschlossen habe mit den Zeppelinen. Und darüber er hier vielleicht ein bisschen beliebter wird, weil die halt dann alle irgendwo in die Fußgängerzone oder teilweise in die Fußgängerzone möchten. Auch hier Zeppelin-Landeplatz, absolute Pracht der Schönheit. Man kennt es nicht anders. Es ist einfach ein Träumchen. Guck mal, wie schön das hier aufgebaut ist. Wundervoll. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Dann heißt die Zeppeline, die sind unterwegs. Achso, nochmal von hier aus.
Also. Hallo. Na? No. Gut. Dann haben wir das. Achso, warte mal. Von der Zeppelin-Route, die ist jetzt auch hier mit drin, oder? Ich von aus. Dachte ich mir. Linie Zeppelin. Kann ich hier? Ne, geht auch nicht. Okay. 35 Leute passen da rein. Oha. Okay. So, das heißt, wir haben den Tourismushafen. Der ist angeschlossen. Den kann man anmachen. Und wir können auch tatsächlich die Fähre von hier drüben hier rüberfahren lassen. Das bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob sich das lohnt. Ich denke mal durch die Hubschrauber. Obwohl, nee, warte mal, könnte sich tatsächlich lohnen. Wäre im Bereich des Möglichen, die Leute hier rüber zu kriegen, wenn ich hier irgendwas finden würde. So, wir machen hier die Schiffsroute, den Fährweg rein. Und das wird jetzt halt ein wenig problematischer. Ne? Was habe ich denn hier? Habe ich den Snap drin? Doch. Ich würde hier entlang gehen. Genau, und dann gehen wir hier so rüber. Hoffen wir, dass das irgendwie geregelt ist. Machen hier die Verbindung hin. So, das heißt, hier haben wir die Route gemacht. Dann schließen wir hier das hier an. Und das geht auch wieder zurück. So. Gut, dann haben wir hier die Fähre. So, das heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel, so im Großen und Ganzen, sind angeschlossen. Alles läuft momentan über diese Straße, was sich ändern wird. Das heißt, wir haben hier dann die Verbindung. Gut, das ist aber auch nicht so in der Nähe, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Für diesen Überland-Bus-Bahnhof-Hub-Dingster-Bumster. Ja, müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal gucken. So, dann würde ich jetzt erstmal auch so kleinere Wege hier bauen. Weil, wie gesagt, hier drüben wird jetzt nichts Großes entstehen. Sondern das soll ja eher so ein bisschen Urlaubsfeeling hier werden. Also wir bauen erstmal so ein bisschen das Straßensystem hier auf. Wir probieren es auf jeden Fall. Hat das mit kleineren Straßen. Obwohl, ich könnte hier vielleicht... Das könnte hier so eine Allee vertragen. Die hier rüber geht. Hier nach vorne. Dann hier so ein bisschen als... Brücke rüber geht. Wie gesagt, an dem Fluss, da ist jetzt nicht irgendwie was Wichtiges. Dann sind wir hier nämlich auch vorne angekommen. Hier ist ja dann die Zufahrt. Würde ich auch über die andere Richtung dann noch anschließen wollen. Genau, dann gehen wir hier vor. Und das Gelände, das müssen wir halt auch noch so ein bisschen einebnen. Das ist klar. Dann würde ich hier gerne etwas mit kleineren Straßen arbeiten. Ich muss mal schauen. So richtig Tourismus habe ich ja nicht. Doch, habe ich. Also gewerblich habe ich Tourismus. Den könnte man natürlich hier mit reinbringen. Das wäre natürlich im Bereich des Möglichen. Ja, warte mal. Das machen wir ein bisschen anders. Gehen wir hier so vor, machen den Anschluss so. Weil sonst ist, glaube ich, das Eck zu scharf wieder. Probiere jetzt hier erstmal so ein bisschen gemütlich Straßensysteme aufzubauen. Wie ich mir das halt gerade so vorstelle und denke. So, was wir hier auf jeden Fall drüben machen müssen, ist auf jeden Fall das hier im großen Stil. Einfach alles mal, die ganze Insel zu bemalen. Also das, was wir jetzt halt freigeschaltet haben. Wir bemalen das komplett. Und dann geben wir die Regelungen dahin. Also, ich hätte zum einen, die erste Regelung wäre auf jeden Fall das hier. Ja. Ja, Jahrhundertmitte modern, auch wenn ich Jahrhundertmitte modern als Übersetzung nicht so verstehe. Dann hätte ich ganz gerne den Tourismus. Freizeit. Ich würde, wenn, dann wirklich Tourismus nehmen. Tourismus. So, das haben wir. Und was wäre noch sinnvoll? Gibt es hier noch irgendwie was? Nee. Das heißt, wir haben das Gewerbe geregelt und wir haben die Wohnhäuser geregelt. Perfekt. Das passt mir doch. Hier würde ich gerne so einen Flughafen noch reinnehmen. Also so einen kleinen. Also jetzt nicht vom Airport-DLC, sondern einfach so einen kleinen Flughafen. Den wir hier noch mit reinbasteln. Hätte ich ganz gerne. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Wir bauen erstmal so ein bisschen den Rest auf jeden Fall auf. Machen das mal so. Gehen dann mal hier rüber. Jetzt werden wir, glaube ich, merken, dass es hier vielleicht ein paar Probleme gibt.
Na, geht. Dachte, das Gelände macht uns mehr einen Strich durch die Rechnung, aber das ist okay. So, so. Kriegen wir das langsam aber sicher hier hin. Da würde ich halt auch gerne hier schon mal aufbauen lassen. Also, wir haben den Tourismus. Das dürfte ja nur mit dem kleinen Gewerbe möglich sein. Den wir hier jetzt erstmal schon mal so ein bisschen ankurbeln. Also wir bauen das jetzt langsam Stück für Stück auf, würde ich sagen. Ganz, ganz langsam. Dass wir einfach so Bereich für Bereich dann irgendwo so ein bisschen befüllen. Damit wir einfach auch richtig entscheiden und gut überlegen, wo überhaupt was hinkommt. Damit es halt einigermaßen gut aussieht. Weil hier gibt es ja diese Poolanlagen dann und alles. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob für den Tourismus auch nochmal was jetzt dazu kommt. Ich weiß auch gar nicht, wann jetzt diese Folge kommt. Ich meine, da... Oh, das ist... Das ist eine ganz andere Nummer. Oh, das ist schwierig. Oh. Okay. Der Tourismus ist wohl doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ups. Okay, hallo? Ja, nee, ist Tourismus. Supi. Also ihn würde ich lassen, ihn würde ich wegmachen. Lass mal bitte was anderes bauen. Die graden ja nicht mehr ab, ne? Die sind dann fertig. Da müssen wir ein bisschen entscheiden, wo was hinkommt. Huch. Was bist du denn? Ferry? Hey, du fährst aber nicht über die Fährroute. Hallo? Ach so. Ach Gott, die kommt von... Ach so, nee, warte mal. Ach, das ist für den Hafen. Ach, das ist aus dem Workshop wahrscheinlich, ne? Okay, hat gewundert. Na du Kleines, möchtest du da anlegen? Wie viele steigen denn da aus? Ach, alle? Okay. Okay, das mit dem Tourismus ist natürlich gut gelaufen. Die kleinen Häuser hier nebendran ist großartig. Ja gut, so ist das halt hier, ne? So ist das halt hier. Das ist okay, komme ich mit klar. Da komme ich wirklich mit klar. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... das ist halt schwierig, genau deswegen meine ich Stück für Stück, dass wir hier vielleicht so einen... Wollen wir hier so einen kleinen Park hinmachen, so einen Stadtpark, der hier rüber geht? Das wäre auch eine Idee. Ja, lass uns einen Zoo hinbauen, komm. Ich glaube, das sieht irgendwo von dem Aufbau her irgendwie am coolsten aus. Ich würde einen Zoo hinmachen, und zwar würde ich hier das Haupttor hinmachen. Glückwunsch, hallo. Und würde ich hier drüben ein Nebentor hinmachen. Würde ich hier drüben ein Nebentor hinmachen. So. Gut. Ach Gott. Und dann geht's los. Wir nehmen auch die Wege, die dafür gedacht sind. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir ein bisschen... Oh Gott, da ist ja richtig viel los. Dass wir hier ein bisschen mit geraderen Wegen arbeiten. Der sieht sehr... Also ich muss sagen, der sieht halt wirklich sehr, sehr hübsch aus. Der gefällt mir richtig gut, dieser Weg. Kann man hier so direkt? Kann man direkt so machen. Oh, hast du keinen Strom? Hallo? Haben wir Stromprobleme? Nee. Weil wieder drumherum nichts gebaut ist. Okay. Ich finde diesen hellen Farbton, dieses Schlichte und diesen Weg und diese Bäume nebendran wirklich sehr, sehr passend. Das ist einer der Wege, wo ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ja, das ist genau das, was ich auch so machen wollte. Ich wollte nicht unbedingt hier vielleicht eine Brücke bauen. Nee, nee. So. Ah, die Brücke sieht auch schön aus. Yay. Cool. Was sind wir denn hier so tief unten? Nicht so tief, Rüdiger. Und ist noch irgendwo? Okay, wir gleichen das mal so ein bisschen an, würde ich sagen. Ne? Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Problem werden, den auf Stufe 5 zu bekommen.
Bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Auch ein paar Flächen hier. Darf gerne auch immer ein wenig unebenerdig sein. Es muss halt nur dann im Endeffekt ganz gut aussehen, wenn dann eben hier der Zoo gebaut wird. Also für die Gehege muss es gut aussehen. Diese Zeppeline sind auf jeden Fall bestimmt richtig cool. Die Tiere freuen sich darüber, da bin ich mir sicher. Die freuen sich darüber, ja, ja. Ja, aber ein Freizeitpark wäre hier nicht ganz so gut gewesen. Jetzt würde ich gerne mal schauen, dass wir hier natürlich jetzt ein bisschen die Bereiche auch noch aufbauen. Schauen, wo wir hier was eben reinstellen können. So, wir haben hier ja... Was bist du? Du bist die Toilette. Boah, da ist richtig viel los bei den Zeppelinen. Ist richtig viel los. Das Ding ist, dass halt natürlich hier wir das riesengroße Problem haben werden, dass die Gehege ein wenig zu groß sein könnten für den Platz, den wir hier haben. Ihr merkt das schon. Da gibt es ja noch viel größere Gehege. Das ist ja hier noch nichts. Da geht es schon los, ne? Da haben wir schon gewisse Gehege, die ein bisschen zu groß sind. Das heißt, ich sag ja, wir werden hier den Zoo niemals auf Stufe 5 bekommen. Wenn wir das so belassen. Ach, das ist jetzt aber auch echt... Wo bist denn du so? Sieht sogar noch okay aus. Hier sind wir ein bisschen höher. Sieht aber auch noch okay aus. Ja, das heißt, jetzt so müssen wir eigentlich, ich würde sagen, hier drüben weiter ausbauen lassen. Auf jeden Fall noch ein Stück. Was ich aber machen würde, ist hier an der Seite, kann man das machen so, wenn wir hier auf jeden Fall auch nochmal so einen gewissen Schwung an Wohnungen hinbekommen. Haben wir hier die Trennung drinne. Und hier würde ich dann eben schauen, dass wir eine Brücke rüber machen. Das würde ich von hier aus dann starten wollen. Ich mach das mal kurz aus. Würde dann hier eben rüber gehen. So, warte mal. Rüber. Hier. Und dann würde ich hier einfach so runter gehen. Ja. Dann gehen wir hier wieder zu den geraden Wegen. Und da haben wir jetzt eben auch nochmal eben den Punkt. Achso. Dass wir erstmal kein Parkgelände mehr hier haben. Zweitens, dass wir kein Tor hier haben. Ja, machen wir das so. Genau. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung, finde ich. Und hier kriegen wir dann auch ein wenig die größeren Gehege noch hin. Hoffe ich auf jeden Fall. Dass wir da nochmal ein bisschen was aufgebaut bekommen. Welches haben wir denn noch nicht? Wir haben das noch nicht, das größere. Das snappt sich überall, aber nicht da, wo ich es möchte. Hm. Hier wird es gehen. Wir müssen echt gucken, dass wir hier die Sachen irgendwie hinbekommen. Mal gucken. Schauen wir mal, ob das jetzt weiterhin überschwemmt oder ob das funktionieren könnte. In dem Fall haben wir jetzt hier hoffentlich schon mal so ein bisschen den Beginn von Herrschaften. Oh ja. Guck mal, wir sind schon bei Stufe 719 von 250. Okay, ist nicht schlecht. Warum er jetzt hier natürlich das Problem hat, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist aber auch nicht so wild, weil ich hier eh durchgehen möchte und hier Wohnhäuser auf die Beine stellen möchte.
Haben wir das Stück nämlich auch schon mal befüllt? So. Also, der Tourismus. Also, es ist viel, viel höher, als ich es in Erinnerung habe. Das kann ich mal sagen. Das ist ja wahnsinnig. Aber ja, so ist es halt, ne? Hier drüben kriegen wir eh keine Gehege mehr hin. Was hätten wir denn hier noch Schönes, was wir da hinbauen könnten? Eigentlich könnten wir hier nur solchen Sachen ein bisschen arbeiten. Weiß es noch nicht. Ach je. Ach so. Okay, also Zäune mit Snap zu bauen ist mein größter Fall wirklich. Was haben wir? Jetzt würde ich gerne mal bei den Zeppelinen schauen. Wie sind die denn im Betrieb? Das sind so viele. Ach Gott. Ach je. Mach mal hier. Drei. Also mehr kriege ich nicht. Also es wäre ganz unpassend, glaube ich, noch mehr zu machen. Okay. Ei, ei, ei. Die Zeppelin sind halt einfach zu klein. Aber hey, die öffentlichen Verkehrsmittel werden richtig bevorzugt. Das ist Wahnsinn hier. Ja, bringt nur nichts. Da ist nicht wirklich, also bei den Haltestellen ist super viel los, aber wir kriegen es halt einfach nicht hin. Ja. Aber immerhin, wir haben die Zeppeline mit reingebracht, was schön ist. Wir haben den Hafen hier mal als Hub mit reingebracht, der auch ganz nett eigentlich aussieht. Und jetzt würde ich gerne hier tatsächlich erstmal die ganzen Bäume hier wegmachen wollen. Ich finde, wenn, dann müssen hier auf jeden Fall Palmen hin. Das geht nicht anders. Wir malen das einfach mal so aus. Dass halt überall erstmal Palmen stehen. Oder gucken wir mal, wie wir das eben dann am Ende des Tages dann noch so machen. Damit das halt so ein bisschen raussticht. Also dass man halt auch natürlich hier ein bisschen die Stärke noch hochnimmt. Ein bisschen kleiner macht das Ganze. Natürlich so manche Stellen, die schon so weit fertig sind, dass man hier halt vielleicht ein bisschen mehr Palmen dann hinstellt. Was ja auch ganz schick aussieht. Und solche Sachen eben. Das wollte ich halt auf jeden Fall mal begonnen haben. So, das sind halt diese fertigen Stellen dann. Ja. Das ist okay. Genau, da wir ja eh viel mit dem Brush machen, ich meine, das geht jetzt hier auch sehr, sehr gut eigentlich. Passt das so. Die Bereiche, die bemalt sind. Und hier können wir dann ja auch noch mit Wegen ein bisschen arbeiten, hätte ich gedacht. Das wäre auch nicht so schlecht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr teuer bis jetzt. Das war sehr, sehr teuer, was wir hier heute auf die Beine gestellt haben. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Entwicklung könnte ganz interessant werden. Wir müssen natürlich nur schauen, dass irgendwo der Park hier ein bisschen attraktiver noch wird. Da müssen wir halt so ein paar coole Sachen hier hinten noch hinstellen. Ich habe jetzt erstmal hier, wie gesagt, die Palme einfach ein bisschen drüber gepfeffert. Das Gesamtbild wird man dann erst sehen, wenn es soweit fertig ist. Hier haben wir jetzt halt natürlich mit dem Tourismus ein bisschen mit den Hochhäusern gearbeitet. Dass das nur in diesem Block so gebaut ist, ist für mich persönlich jetzt ein bisschen, finde ich jetzt nicht so schön. Deswegen würde ich auf jeden Fall hier nochmal einen Schwung hinbauen. Wir hätten es vielleicht ein bisschen weiter auseinander machen sollen, aber ich dachte mir, komm, wir haben eh nicht so viel Platz, ist Tourismus, da hauen wir alles hier voll. Gucken wir mal, wie wir das so ein bisschen hinkriegen, dass es halt vielleicht auch etwas abwechslungsreicher aussieht. Und hier diese Bereiche sehen ja auch schön aus, mit eben hier den Poolanlagen und allem. Ich denke mal, das entwickelt sich, glaube ich, in eine ganz coole Richtung und könnte hier unter anderem Gott, ein bisschen was verursachen vielleicht? Eieieiei.
Noch ganz kurz was gucken. Muss mit Linie verbunden sein. Jetzt hat er das Problem, dass er sich für diesen Bereich hier, für diese Fähre, die nicht funktioniert, verantwortlich hält. Weil er hier auch schon wieder am Ende angekommen ist. Kann das sein? Hä, hey, warte mal. Kurz nochmal gucken. Aber das müsste ja als Verbindung hier gehen. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Depot. Da kommen wir leider nicht drum rum. Zumindest hat er das Problem gleich nicht mehr. Hoffe ich. Ja, er wirft jetzt hier die raus. Sehr gut. Machen hier die Verbindung hin. Dann könnten wir hier... falsch. Könnten wir hier den Abschluss hinbekommen. Ja, ich denke mal, ist in Ordnung. Haben wir das Stück schon mal soweit angeschlossen. Das sieht ganz gut aus. Genau, und er dürfte jetzt das Problem nicht mehr haben. Genau, dass er sich verantwortlich fühlt, hier irgendwie die Fähre rauszuhauen. Dann ist die auch im Einsatz. Gut, dann haben wir soweit alles, was wir gebaut haben, auch angeschlossen. Bis auf den Freeway. Der hat noch gar keinen Anschluss. Der ist einfach erstmal da. Gott. Aber... mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Es sieht schön aus. Also es gefällt mir. Ich habe lange überlegt, wie ich es vielleicht machen möchte. Jetzt habe ich gedacht, ich lege einfach mal drauf los. Dass man jetzt wie gesagt nur das Drumherum noch, so Parkanlagen fehlen halt überall noch. Und die Wohngebiete weiterhin. Vielleicht auch nochmal mehr Tourismus. Da müssen wir mal gucken, ob wir das... vielleicht machen wir auch ein bisschen Freizeitangebot noch mit rein. Das sind kleinere Gebäude in Freizeit. Da müssen wir nochmal einen extra Bereich dafür bemalen dann und zuweisen. Aber ich glaube, das könnte ganz cool am Ende des Tages aussehen. Für heute sind wir auf jeden Fall am Ende angekommen. Der Beginn ist da. Und da werden wir jetzt natürlich auch immer wieder ein bisschen weiter basteln. Wir werden natürlich auch den Freeway versuchen, so bald wie möglich dann auch anzuschließen. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze eben hier entwickeln könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das hier, was wir heute hier auf die Beine gestellt haben. Wir haben ja doch schon sehr, sehr viel angefangen. Und wie gesagt, der Park ist angefangen, also der Zoo, ne, die Gebiete sind angefangen. Der Freeway ist angefangen, also das ist schon einiges, was wir jetzt wieder zu tun haben. Und ja, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht in All in One. Macht's gut, bis denn. Ciao.